Hallo und willkommen zurück beim Thema Datenbanken. Bei uns geht es heute um das Thema Joins. Was sind Joins, wofür benötigen wir sie und wie sehen sie in SQL aus? All diesen Fragen werden wir uns heute widmen, bei einem Café in meiner Lieblingsbäckerei. Schmeckt sehr gut. Aber nun zu unserem Thema. Mit Hilfe von Joins verbinden wir mehrere Tabellen aufgrund ihrer Spalten. Dies wird üblicherweise über Schlüsselattribute durchgeführt. Es kann aber auch über Nicht-Schlüsselattribute gemacht werden. Diesmal beschäftigen wir uns besonders mit Inner-Joins. Das sind alle Joins, die sich auf die gemeinsamen Spalten und Einträge zweier Tabellen beziehen. Es werden also nur die Daten ausgegeben, die beide Tabellen gemeinsam haben. Den Join, den wir uns aber noch davor ansehen wollen, ist der Cross-Join, auch kartesisches Produkt genannt. Das ist der erste Join, den man normalerweise kennenlernt und gehört zu den Grundlagen von Joins. Der Cross-Join kombiniert jede Zeile der ersten Tabelle mit jeder Zeile der zweiten Tabelle, also sozusagen jedes mit jedem. Angenommen, wir haben eine Tabelle A und eine Tabelle B und wir wenden darauf den Cross-Join an. Das heißt, wir kombinieren jede Zeile mit jeder anderen. Dann setzt sich die Ergebnistabelle wie folgt zusammen. Die erste Zeile von A wird mit allen Zeilen der Tabelle B kombiniert. Das gleiche passiert mit der zweiten Zeile von A. Auch diese wird mit allen Zeilen von B kombiniert. Und so wird auch mit allen weiteren Zeilen der Tabelle A verfahren. Für den Cross-Join gibt es in SQL zwei mögliche Schreibweisen. Wir können einmal eine allgemeine Schreibweise verwenden, bei der wir zuerst die gewünschten Spalten und danach die beiden Tabellen angeben. Da wir keine Einschränkung mittels WHERE haben, wird so jede Zeile der ersten Tabelle mit jeder Zeile der zweiten Tabelle kombiniert. Die zweite Möglichkeit ist die Variante mit dem Schlüsselwort Cross-Join. Dabei wird anstelle der Aufzählung der Tabellen das Schlüsselwort verwendet. Beide Schreibweisen führen zum gleichen Ergebnis. Welche ihr verwendet, ist also euch selbst überlassen. Ich werde euch im Folgenden immer beide zeigen, sofern sie existieren. Das war die Theorie. Sehen wir uns dazu gleich mal ein Beispiel an. Wenn wir alle möglichen Arbeitsorte aller MitarbeiterInnen anzeigen wollen, können wir den Cross-Join verwenden. Dazu benötigen wir Daten aus Mitarbeiter und aus Filiale. Bei den MitarbeiterInnen wählen wir die Personen-ID, den Vornamen und den Nachnamen und bei der Filiale den Ort. Wichtig ist hierbei zu bemerken, dass im Ergebnis wirklich alle MitarbeiterInnen mit allen Filialen verknüpft werden, vollkommen egal, ob sie dort arbeiten oder nicht. Der Cross-Join liefert somit eine ganze Menge an Ergebniskombinationen. Dementsprechend ist er nur in bestimmten Situationen sinnvoll. Die nächste Joinart ist der Inner-Join. Hierbei werden wie beim Cross-Join die beiden Tabellen miteinander kombiniert. Allerdings basiert dies aufgrund einer zusätzlichen Bedingung. Nur die Zeilen aus den beiden Tabellen, für die die Bedingung wahr ist, werden miteinander verknüpft und im Ergebnis angezeigt. Ein Inner-Join ist also genau genommen ein Cross-Join, dem eine zusätzliche Bedingung hinzugefügt wurde. Angenommen, wir haben wieder eine Tabelle A und eine Tabelle B und wir wenden darauf diesmal den Inner-Join an. Das heißt, wir kombinieren Zeilen unter einer bestimmten Bedingung. Unsere Bedingung ist, dass die Werte dieser beiden Spalten gleich sein sollen. Dann sieht die Ergebnistabelle wie folgt aus. Es werden erstmal die Zeilen gesucht, bei denen die Bedingung erfüllt ist, also bei uns die Werte übereinstimmen wie hier, und diese Zeilen werden dann miteinander kombiniert. Ebenso alle anderen Zeilen, die die Bedingung erfüllen. Das heißt, auch diese beiden Zeilen werden kombiniert. Auch beim Inner-Join gibt es wieder beide Schreibweisen. Hier kommt nur die Bedingung für den Join hinzu. In der ersten Variante wird diese Bedingung ins WHERE geschrieben. In der zweiten Variante heißt das Schlüsselwort für die Bedingung ON. Möchte man die Join-Syntax verwenden, muss man immer die Art des Joins durch ein entsprechendes Schlüsselwort angeben. Einerseits muss man sich also die Schlüsselwörter merken. Andererseits wird dadurch klar ersichtlich, welcher Join-Typ beabsichtigt ist. Schauen wir uns ein einfaches Beispiel an. Wir wollen alle abgewickelten Verkäufe mit den zugehörigen MitarbeiterInnen ermitteln. Wir benötigen also die Tabelle Verkauf und die Tabelle Mitarbeiter. Welche Daten wollen wir nun wissen? Und zwar die Verkaufs-ID, das Verkaufsdatum, den Rechnungsbetrag, jeweils als Tabelle Verkauf. Und weiters wollen wir dann noch den Nachnamen und den Vornamen der MitarbeiterInnen wissen. Dann brauchen wir noch eine Bedingung, wie wir die beiden Tabellen miteinander verknüpfen wollen. Und zwar soll das über die Personen-ID der MitarbeiterInnen passieren. Es sollen nur jene Zeilen miteinander kombiniert werden, wo diese übereinstimmt.
also die Mitarbeiter-ID im Verkauf, zum Mitarbeiter passt. In der anderen Schreibweise würden wir statt dem Beistrich das Schlüsselwort inner join schreiben und anstelle der where-Klausel direkt das Schlüsselwort on mit der Bedingung für das Verbinden der Tabellen. In dieser Schreibweise sieht man auch etwas besser, was passiert. Im Ergebnis werden dann alle Verkäufe mit VID, Datum und Rechnungsbetrag angezeigt und mit den jeweiligen MitarbeiterInnen verknüpft, und zwar über die gemeinsame Personen-ID. Nun wollen wir unser Beispiel erweitern, indem wir nur jene MitarbeiterInnen auflisten, die einen Verkauf abgewickelt haben, bei dem der Rechnungsbetrag größer war als das eigene Tagesgehalt. Nehmen wir unsere Abfrage von vorhin her, und zwar zuerst jene mit der Beistrichschreibweise. Wir ergänzen das Select um eine Spalte Bruttogehalt des Mitarbeiters und erweitern dann die Abfrage mit einer Zusatzbedingung. Und zwar wollen wir genau jene Einträge anzeigen lassen, bei denen der Rechnungsbetrag größer als ein 1/30 des Bruttogehalts ist. In dieser Schreibweise ist die Reihenfolge der Bedingungen egal, da alle in die Where-Klausel geschrieben und mit AND verknüpft werden. Bei der Joins-Schreibweise ist das etwas anders. Nehmen wir diese nochmal her. Hier schreiben wir die zusätzliche Bedingung in eine Where-Klausel. Theoretisch wäre es zwar auch möglich, die Bedingungen in das On-Statement zu schreiben, aber zur besseren Übersicht empfiehlt es sich, dort nur die Tabellen richtig zu verknüpfen und erst danach alle zusätzlichen Bedingungen in einer Where-Klausel anzugeben. Wir erzeugen also mittels Join eine kombinierte Tabelle und selektieren dann mittels Where die gesuchten Zeilen. Als Ergebnis erhalten wir eine Tabelle mit den Verkäufen und zugehörigen MitarbeiterInnen, wo der Rechnungsbetrag größer als ein 1/30 des Bruttogehalts, also größer als das Tagesgehalt, ist. Soweit, so gut. Wir wollen jetzt aber auch die Filialen, in denen diese Verkäufe stattgefunden haben, ermitteln. Dazu verknüpfen wir noch eine weitere Tabelle, die Tabelle Filiale, mit dem Ergebnis von vorhin. Das bedeutet, wir haben nun einen Join, der über drei Tabellen geht. Wir nehmen wieder unsere Abfrage mit der Beistrichvariante her und ergänzen das Select um den Ort der Filiale und entsprechend auch das From um die Tabelle Filiale. Ebenso brauchen wir nun eine weitere Bedingung, die angibt, wie die hinzugefügte Tabelle mit dem Rest verbunden werden soll. Und zwar soll das über die Filialnummer gehen, die im Verkauf und in der Filiale gleich sein soll. Hier unterscheiden sich die beiden Schreibweisen insofern voneinander, als dass wir in der Variante hier zuerst alle zu verknüpfenden Tabellen angeben und danach erst alle Bedingungen definieren. In der Variante mit der Join-Syntax hingegen wird zuerst der Join von Verkauf und Mitarbeiter durchgeführt und dieses Zwischenergebnis dann wiederum mit der Tabelle Filiale verknüpft. Am Ende kommt dann noch die zusätzliche Bedingung mit dem Rechnungsbetrag in die Where-Klausel. Das Ergebnis ist für beide Schreibweisen natürlich das gleiche, nämlich die schon bekannte Ergebnistabelle, nur diesmal zusätzlich mit dem Ort der Filiale dabei, in der der Verkauf stattgefunden hat. Unsere Einschränkung ist klarerweise auch dabei, sodass nur jene Verkäufe angezeigt werden, bei denen die Rechnung größer als das eigene Tagesgehalt war. Es gibt auch eine andere Variante des Inner Join, den Natural Join. Dieser unterscheidet sich vom Inner Join, den wir vorhin verwendet haben, zum einen dadurch, dass er keine Bedingungen kennt, sondern dass alle gleichnamigen Spalten automatisch gleichgesetzt werden. Zum anderen werden beim Natural Join die gleichnamigen Spalten auch automatisch zu einer Spalte zusammengefügt. Angenommen, wir haben wieder eine Tabelle A und eine Tabelle B und eben mindestens eine gleichnamige Spalte, wie hier die Spalte Spaltenname XY. Wenden wir nun auf die beiden Tabellen den Natural Join an, so werden die Zeilen aufgrund gleichnamiger Spalten miteinander kombiniert. Und in der Ergebnistabelle gibt es dafür auch nur mehr eine Spalte. Für den Natural Join wird dann in den gleichnamigen Spalten nach übereinstimmenden Werten gesucht und diese Zeilen dann miteinander vereint. Für den Natural Join gibt es nur eine Schreibweise, jene mit dem gleichnamigen Schlüsselwort. Es gibt keine vergleichbare einfache Schreibweise mit Beistrich. Um ihn ohne das Schlüsselwort umzusetzen, müssten wir die Spalten speziell selektieren und entsprechende Bedingungen im Where angeben, um gleichnamige Spalten entsprechend zusammenzufassen. Lasst uns das wieder an einem Beispiel ansehen. Zuerst, wie es mit Inner Join aussieht und dann im Vergleich das Ergebnis beim Natural Join. Nehmen wir einen ganz einfachen Join, zum Beispiel jenen der Tabellen Verkauf und Filiale, mit einem einfachen Inner Join über die Filialnummer. Bekommen wir dann folgendes Ergebnis.
Es werden alle Verkäufe mit den Daten der zugehörigen Filiale aufgelistet. Bezogen auf den Join sehen wir, im Ergebnis finden sich alle Spalten der Tabelle Verkauf und auch alle Spalten der Tabelle Filiale. Verbunden wurde über die Bedingung, dass die Filialnummer gleich sein muss. Die Spalte Filialnummer wird hier doppelt angezeigt. Verwenden wir aber den Natural Join, so geben wir keine Bedingung zum Verknüpfen der Tabellen an. Es wird ihr automatisch über gleichnamige Spalten verbunden. Und hier gibt es dann auch keine doppelten Spalten. Wie man hier im Ergebnis sieht, taucht die Filialnummer nur mehr einmal auf. Zum Schluss schauen wir uns jetzt noch kurz eine andere Schreibweise der Bedingung beim InnerJoin an, nämlich das Schlüsselwort Using. Using wird verwendet, wenn ein Join mit gleichnamigen Spalten durchgeführt werden soll und wir angeben wollen, welche Spalte dafür genutzt werden soll. Beim Natural Join werden ja alle gleichnamigen Spalten verbunden. Aber auch hier ist es ganz wichtig, dass die beiden Spalten den gleichen Namen besitzen. Nehmen wir dazu wieder unser Beispiel von gerade vorhin her. Ein einfacher InnerJoin der Tabellen Verkauf und Filiale. Über die Filialnummer, die bei beiden gleich sein soll. Wir können hier auch nur ein paar Spalten statt allen anzeigen lassen, sodass es nicht zu viele sind. Sagen wir die VID, das Verkaufsdatum und den Rechnungsbetrag sowie die Filialnummer und den Ort der Filiale. Anstelle des Schlüsselwortes ON und dem Vergleich der beiden Spalten kann hier Using und dann die zu vergleichende Spalte, hier die Filialnummer, angeführt werden. Das geht eben aber nur, wenn die Spalten gleichnamig sind, während ein InnerJoin mit dem Schlüsselwort ON ja auch möglich wäre, wenn die beiden Spalten nicht gleich heißen würden. Die Ergebnisse beider Schreibweisen sind gleich und ergeben das hier. Das war's auch schon wieder von mir. Wir haben uns angesehen, wie wir Tabellen miteinander verknüpfen können. Begonnen wurde mit dem Cross-Join, der kurz gesagt jedes mit jedem kombiniert. Dann haben wir uns die Inner-Joins angesehen, die Tabellen über eine Bedingung miteinander verknüpfen. Dabei wird meist das Schlüsselwort ON verwendet, bei gleichnamigen Spalten kann man aber auch Using und so eine kürzere Schreibweise verwenden, wie wir zum Schluss jetzt besprochen haben. Und außerdem haben wir auch den Natural-Join kennengelernt, der gleichnamige Spalten automatisch für die Verknüpfung verwendet. Tja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal!